الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Es ist wieder soweit, der Monat Ramadan steht vor der Tür. Eigentlich ja der Monat der spirituellen Rückkehr zu Allah. Aber ich beobachte schon seit Jahren, wie wir diesen Monat eher in einen Monat der rhetorischen Kriegsführung verwandeln. Denn es wird schon wieder die Frage gestellt, wann beginnt denn der Monat Ramadan? Beziehungsweise wie bestimmt man das überhaupt? Und wann beginne ich dann mit dem Fasten? Das wird behandelt, als wäre das alles ein und dieselbe Frage. Aber in Wirklichkeit sind das sehr verschiedene Fragen. Zum einen, wie bestimmt man den Monat Ramadan, den Beginn des Monats Ramadan? Das ist genau die Frage, die für uns als einfache Muslime in dem Land überhaupt keine praktische Bedeutung hat. Es ist völlig irrelevant. Keiner von uns bestimmt den Monat Ramadan. Keiner von uns geht raus und beobachtet den Mond oder führt zu Hause irgendeine Berechnung durch oder was auch immer. Diese Frage hätte praktische Bedeutung für eine Organisation, eine deutschlandweite muslimische Organisation, die damit beauftragt wäre, den Beginn des Monats Ramadan bekannt zu geben. Sowas gibt es zum Beispiel in Frankreich. Hätten wir sowas auch hier? Ja, die müssten sich Gedanken darüber machen. Und wenn die sich solche Gedanken machen würden, dann würden die sich mit Gelehrten zusammensetzen. Die würden sagen, hey, hör mal zu, wir sind jetzt hier Muslime in Deutschland, wir möchten dieses Jahr bekannt geben, wann der Monat Ramadan anfängt, wie machen wir das, wie bestimmen wir das? Und dann würden die sich ein Urteil von diesen Gelehrten holen und sich einfach daran halten. Und die fragen Gelehrte danach. Die fragen nicht mich danach, die fragen auch nicht dich danach, die fragen nicht Abu Falafel in irgendeiner Facebook-Gruppe danach. Die setzen sich mit Gelehrten zusammen. Gelehrten sind Leute, die das Ganze studiert haben, sie haben ihren eigenen Ijtihad, die können richtig liegen oder falsch liegen oder was auch immer, aber das sind die Leute, die am Ende damit zu tun haben. Wir überhaupt nicht. Für uns als normale Muslime ist die Frage entscheidend, wann beginnen wir mit dem Fasten? Und das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht die Frage, wie bestimmt man den Beginn des Monats Ramadan? Muss man selber den Mond sichten oder beginne ich das, wenn irgendjemand auf diesem Planeten den Mond sichtet oder berechne ich das oder folge ich einem Land, das berechnet oder einem Land, das den Mond sichtet oder dem nächsten Land, was den Mond sichtet oder was es auch immer da draußen für Meinungen gibt. Ich habe vor ein paar Jahren ein Video gepostet von einem bekannten Gelehrten in Saudi-Arabien, er heißt Saleh Al-Fawzan. Und er wurde gefragt von Muslimen in Frankreich, wie wir das handhaben sollen mit dem Fasten. Wann beginnen wir mit dem Fasten? Und in Frankreich ist es so, dass es eine so frankreichweite Organisation gibt von Muslimen, die das Fasten bekannt gibt. Und die berechnen das jedes Jahr. Und diese Muslime haben sich an Saleh Al-Fawzan gewandt und haben gefragt, hey, wie machen wir das jetzt? Sollen wir mit denen gehen? Aber die berechnen das doch. Und der Scheich hat geantwortet, wenn es bei euch eine solche Organisation gibt, dann fastet mit denen, was auch immer deren Meinung ist. Das ist eine überraschende Antwort. Wenn du ihn gefragt hättest, was ist die korrekte Methodik, den Beginn des Monats Ramadan zu bestimmen, dann hätte er gesagt, es ist die Sichtung des Mondes. Er würde dir sagen, die Berechnung ist keine gültige Methodik. Jetzt fragen ihn Leute aus einem Land, wo die sagen, hey, wir haben eine neue Organisation, die sagt, wir berechnen das und die begeben das bekannt im ganzen Land. Und er sagt ihnen, fastet mit denen. Und er ist nicht der Einzige. Ein Freund von mir hat mal seinen Lehrer gefragt und hat ihm die Situation in Deutschland geschildert. Er hat ihm gesagt, in Deutschland haben wir jedes Jahr diesen Krieg. Allen voran, weil ja, naja, viele Muslime hier in Deutschland sind türkischer Abstammung und wir wissen, wie es da gehandhabt wird. Türkische Moscheen verwenden klassischerweise eine Methodik der Berechnung. Das haben sie so in ihrer Kultur kennengelernt. Und jetzt haben wir die Eltern, die gehen halt mit ihrer Moschee, die nach der Methodik der Berechnung geht. Und jetzt haben wir die neue Jugend, die kommt zurück zum Islam. Und jetzt haben sie gehört, hey, das passt nicht mit der Sunna, wir müssen unbedingt an der Sunna festhalten. Und sie fangen einen Krieg im Elternhaus an. Und dieser Freund von mir, der seinen Lehrer gefragt hat, der war entsetzt. Mein Lehrer sagte, wie kann das sein? Fastet doch einfach mit den Leuten. Wenn deine Eltern das so handhaben, die Moscheegemeinde das so handhabt, dann faste mit denen. Auch wenn er diese Meinung vertritt, dass das keine gültige Methodik ist. Jetzt wird man sich fragen, aber wie kann das denn sein? Das geht doch überhaupt gar nicht. Zum einen sagen die, das ist keine gültige Methodik und dann soll ich da einfach mitfasten? Das sagen diese Leute nicht einfach so. Am Ende sind das Gelehrte, die denken sich das nicht aus. Die müssen auch nicht den Gelüsten der Leute folgen, darum geht es überhaupt gar nicht. Die sagen das, weil es einen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt. Der sagte, fastet, wenn die Leute mit dem Fasten beginnen und hört auf mit dem Fasten, sprich feiert Eid, wenn die Leute mit dem Fasten aufhören. Das ist eine Aussage. Und darauf stützen sie sich, wenn sie eine solche Aussage geben, wenn sie diese Meinung vertreten. Und gerade in Deutschland
ist das die Meinung, die am ehesten dazu geeignet ist, die Herzen zusammenzuführen. Ich habe es ja gerade beschrieben, wie das in diesen Haushalten aussieht. Ich sehe die Jugend, die zu Beginn dieses heiligen Monats Streit mit ihren Eltern anfängt. Und der Streit an sich ist schon ein Thema für sich. Aber der Streit, der sorgt dafür, dass noch viele weitere Probleme daraus kommen. Die Stimmung zu Hause ist einmal verdorben, der Haussegen hängt schief und daraus folgen noch viele weitere Sünden. Gerade die Behandlung gegenüber der Eltern ist ein Minenfeld. Ihr müsst aufpassen, wie ihr das handhabt. Und noch dazu, und das ist das Schlimme, die Eltern verbinden diesen Streit und diesen Hass und alles, was daraus passiert. Sie verbinden das mit der Rückkehr der Kinder zur Religion. Und das ist die Katastrophe. Das sollten wir eigentlich versuchen zu vermeiden. Ist das jetzt die einzige Meinung? Sagt das jeder, fastet einfach so mit den Leuten, egal welche Methode sie verwenden, auch wenn es die Methode der Berechnung ist? Nein, das sagt vielleicht nicht jeder. Ist vielleicht nicht die einzige Meinung, die es da draußen gibt. Aber es ist die einzige Meinung, die wirklich dafür sorgt, dass die Herzen untereinander nicht schwarz werden. Eine andere Meinung, die das hervorbringt, gibt es nicht. Abdullah ibn Mas'ud wurde einmal gefragt, wie habt ihr den Monat Ramadan willkommen geheißen? Und er hat geantwortet, wir haben darauf geachtet, dass noch vor Beginn der Mondsichel wir nichts im Herzen gegen einen anderen hatten. Vielleicht sollten wir uns das einmal zu Herzen nehmen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan und möge Allah unser Fasten diesen Monat akzeptieren.